Da sind wir 1 Minute unterwegs. Und meine Frau hat einen Bäcker gesehen und nichts wie nein. Dann geht's da runter an der Main. Und dann sind wir auf dem Mainradweg. Und ein Stück weiter. Da, wo die Fahne weht, das ist Hotel Kartäuserhof. Da waren wir zu Corona-Zeit bzw. Ende. Muss man aufpassen, was man sagt. Also ja, war ganz lustig. Guten Morgen zusammen. Samstag, heute 23. März. Und 8.49 Uhr ist. Beim Bäcker waren wir schon. Und jetzt sind wir am Main unten. Und wir machen uns halt auf den Weg über Mainzbingen, den nahe Radweg oder Flussweg in Richtung Bad Kreuznach. Das ist unser Tagesziel. Heute soll es windig werden, aber trocken bleiben. Schauen wir mal, wie es wird und wie es bleibt. Etwas frisch ist, nur 9,8 Grad, aber fast zweistellig. Ja, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Hoffentlich sind aber ein paar Weinprobierstände auf. Weil mir wächst ja dann vom Main an der Rhein. Und wenn es halt nicht ganz so windig bleibt, mache ich vielleicht einen Drohnenflug. Und wenn nicht, dann nicht. So much lately about your face when you're smiling, it's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Den Kopf einziehen, dann geht's. Und jetzt, Mainz, 13 Kilometer. Wir sind auf Strecke, alles perfekt. Und wir fahren jetzt durch Keramack, Falkenberg. Oh, interessante Name. Das Navi und ich sind Freunde heute. Aber egal. Wir sind jedenfalls auf dem richtigen Weg. Keramack Falkenberg. Ist das ein Name? Alles prima. Und wir rollen Richtung Main. Jetzt sind wir wieder am Mainradweg. Und der Gegenwind bloß. War so nicht bestellt. Aber dort davor kommt es jetzt raus. Ja, jetzt kommt die schöne Eisenfabrik da. Die steinerne, die habe ich ja das letzte Mal auch gefilmt, haben wir jetzt. Auch die Kamera laufen. Es wird wärmer. Wir sind bei 9,5. Zwischenzeitlich waren wir mal bei 8,6. Die Sonne kommt raus. Wir nähern uns der Mainspitze.
wo der Main in den Rhein fließt. Und der Gegenwind wird steiger. Oh je. Jetzt ein bisschen eh, das wäre schön. Without you, this is something that I know for sure. It's just something about you, I just want more. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Ja, das kennen wir ja vom letzten Video, meins bleibt meins. Jetzt zweimal vorbeigefahren, zweimal ist alles zu. Geht schon schön hocken, gell? Weinort Kostheim fahren wir gerade entlang. Demnächst meine Spitze. So, wir haben jetzt ein bisschen umgeschmissen, weil es Navi immer noch blöd macht und jetzt natürlich an der Brücke vorbeigefranst, fahren wir jetzt zur anderen Mainspitze. Also quasi gegenüberliegend. Und da sind wir auch gleich. So, noch ein paar Meter. Dann sind wir an der Mainspitze. Nicht so schön wie drüber, aber auch eine Mainspitze. Unterhalten wir kurz an und verschnaufen. Und dann gucke ich mal nach meinem Verstärker Garmin. Das Bengel ruft nach uns da. Und wir stehen jetzt an der Mainspitze, allerdings an der gegenüberliegenden Seite. Aber das ist nicht tragisch, weil wir waren ja schon hier und drüber, beziehungsweise ich. Alles bestens. Und da gibt es jetzt noch ein paar Infos. Lest selbst. Budapest, ja, 1320 oder bis ans Schwarze Meer gehen wir in die Fuller. 2967 lang von Heidnimi. Aber Passau Wien, da stehen wir in wenigen Wochen. Hoffentlich, so Gott will. Und oben gibt es auch noch Infos. Oder gibt es wieder ein bisschen Bildung um die Ohren? Vorlese du es nicht. Hier drückt Stopp. Bei YouTube. Hintergrund die schöne alte Eisenbahnbrücke, die fahren wir heute nicht mehr. Und die Mainspitze da drüber. Da in dem Bereich ist es. Das Wetter wird, Temperatur steigt, alles prima. Eben linke Hand Mainz. Und da vorne geht es jetzt über die Brücke. Mainz am Rheinufer entlang und dann nächster Stopp Bingen. Und dann wechseln wir vom Rhein an die Nahe. So, jetzt geht's da wieder die Brücke auf. Schon einmal was gesehen hat. Jetzt geht's die Britschnuff. Das Mal klappt es besser als das letzte Mal.
aus der Rumgundlerei habe ich gelernt. Jetzt geht's richtig mit Heavy Gegenwind über da rein. Also das ist richtig heftig. Ihr könnt es lesen. Wir rollen meins, nein. So, wir haben die Rheinseite gewechselt. Und da ist schon wieder Kerbe. Also Heringsbredel für, was weiß ich, über 206 Euro oder was es gekostet. Gibt's halt nicht. Keine Zeit halt. Extra für uns das Riesenrad aufgebaut. Aber wir fahren nicht halt. Wir wuseln uns jetzt durch Mainz. Aber das ist kein Problem, weil wir sind gleich draußen. Linke Hand. Die Feuerwache, Berufsfeuerwehr Mainz, und rechter Hand der alte Zollhafen. Den verlassen wir jetzt und verabschieden uns an der Rhein. Wir rollen Mainz Industriegebiet und nach der Brick, da kommt mein Freund. Habe ich letztes Mal schon gefilmt. Rechte Hand jetzt gleich nach der Bridge. Ja. Erdalfrosch. Shit, schon wieder rot. Da ist er, mein Freund, der Erdalfrosch. Ah, weggegendert worden oder warum auch immer. Ja. Schuhwichs. Kurz früher gegeben von Erdal. Alles vorbei. Wir haben es geschafft. Endlich aus dem Trubel raus. Von Mainz. Ja, dazwischen haben wir noch beim Autohändler geguckt. Meine Frau kriegt, hat ihr ein neues Auto gesehen? Ja, jetzt sind wir 20 vor. 11 und für uns geht es jetzt in Richtung Fluss. Ja, bei heftigem Gegenwind geht es jetzt in Richtung Wasser. Vielleicht wird es ja besser mit dem Gegenwind, wenn wir in der Kuhle drin sind. Wenn nicht, dann haben wir zumindest Seitenwind und nicht mit Gegenwind. So, die rennen da rum. Die zwei, drei, zwei sind's. Schäbis Bimmel. Wir haben nämlich weit bis Richtung Rhein, vielleicht packen wir's. So, in die Richtung geht's weiter. Ja, jetzt Adle, sind wir am Rhein. Bei Budenheim.
Jetzt stoßen wir erst einmal wieder ans Gewässer. Ja, ich habe gedacht, der Wind wird besser. Aber nee, er bläst weiter. Und zwar heftigst von vorne. Aber trocken ist, das ist die Hauptsache. Jetzt wird es ein bisschen abenteuerlich da und matschig. Ja, scheint heute Nacht richtig Regen zu haben. Übrigens habe ich jetzt gerade gelesen, dass wir auf dem offiziellen Jakobs-Pilgerweg fahren. Jetzt nicht so gut zu fahren, aber auch da gehen wir durch. Nicht mehr lang, dann kommt wieder Asphalt. Ah, mein Fadentropfen abkriegt. Und das da vorne kommt, dann gute Nacht. Ah, das kommt. So, wir hängen jetzt unerstellte Dürfen. Macht jetzt gerade richtig runter. Schnee, Graupel, Regen. Tolles Programm. Da, der guck nach. Bitte ein Bit. Vor 12 Uhr, aber erzähl keinem weiter, bitte. 11.29 Uhr, ich habe jetzt gerade geguckt. Wir haben jetzt da unten stehen, da hat es jetzt gekakelt und gegraubelt und alles. Das ist echt Schweinkarte. Vollgas. Und stehen da jetzt bei ganz freundlichen Leuten vom WSV Gutenheim. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus an die Jungs. Und wenn wir da mal wieder sind, sollen wir unbedingt reinkommen, wenn das Licht brennt. Die drehen sich. So, Ansage beendet, die Sarah. Du schon was sagen wollen? Dass man nicht am Rhein entlang fahren soll. Ah. Weil da alles voll Matsch ist, hat sie gesagt. Ja, wohl Hochwasser war und wir sollen wieder zurückfahren. Wann machen wir das? Oben entlang. Wir fahren jetzt zurück auf die zweite Variante vom Weg. Und zwar dann die Hochwasservariante. Weil die Dame, wie wir gesagt haben, der Weg wäre unbefahrbar durchs Hochwasser oder nicht schön, matschig alles. Wir sollen lieber überfahren und das haben wir jetzt gemacht. Oder das machen wir jetzt. Jetzt sind wir da gerade an der Polizei vorbei, kurz vor dem Regenschauer. Der Regen, Hagel, Graupel, alles volles Programm. Und die haben nichts gesagt. Also ja, sagen können Männer. Warte nicht? Nee. Nix. Ruhig gewesen und weiterfahren. So. Jetzt sind wir auf der Hochwasserumgehung. Das ist besser. Jawohl. Angenehmer, trockener. Und auf dem Weg zum Bauer Schorsch. Vielleicht kriege ich heute was. Also so voll wird es nicht sein. Das letzte Mal. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, also ist bloß recht heftig da. Legfett. 7 Grad. Nein, echt? Ja. Da macht es Radeln Spaß. Ja. Bei 20 kann jeder. Ich habe gesagt, einstellig gehen nicht fort. Jetzt komme ich da runter. Ja. Bad Kreuznach gibt es einen Bahnhof, war schön. Nee, wenn der Wind nicht wäre, wäre es ganz schön. Aber
den können wir halt nicht abstellen. Ja, jetzt machen wir klassisches Windschattenfahren. Aber ihr seht, die erste Front, Regenwolke sind durch. Es läuft bei uns unangestellt, alles prima. Links oben blobt sich die Sonne. In einer Stunde guckt sie durch. Also links jetzt schöner Obstbäum. Es wird Frühling. Wir rollen Richtung Hell. Und wieder Richtung Rheinufer. Das ist auch mal schön. Es kommt der Wind von der Seite. Ja. Auf jeden Fall sieht es da vorne gut aus, blauer Himmel. Ja, ich glaube auch, wenn wir mal noch auf die Wetter-App gucken, mal ist das auch durch. Glückwunsch! Dankeschön! Ja, haben sich auch super Wetter rausgesucht. Ja, den Weg voraus kennt er. Und so sieht es rechter Hand aus. Also wir fahren direkt am Rhein. Ich habe jetzt ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Und oh, da kommt ein schöner Badestrand, aber da sind wir ein bisschen zu früh. 7,2 Grad, ist nichts mit Bade. Aber wie ihr seht, blauer Himmel, Wind, ja, ist auch ein bisschen besser. Und Le Madame schießt vorbei. So, das kennt ihr auch. Bin ich letzt runtergefahren, da oben geht es weiter. Jetzt könnte man mal gucken, ob der auf ist. Bingen 18 Kilometer. Kuchen, Kaffee, super. Ich habe jetzt abgelehnt, habe jetzt geluscht. Bin jetzt gerade so im Flow. Ich will jetzt weiter Richtung Bingen. Demnächst kommt die Sonne raus und dann können wir raushocken auf Terrassen. In Biergarten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, da sind wir recht. Da werden wir jetzt noch angehalten. Müssen wir wahrscheinlich genötigt, was zu trinken. Hallo. 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 Nee, es hat uns niemand was angeboten.
Aber die Sonne kommt raus. Nachdem ich die Hochzeitsgesellschaft erfahren habe, dass komische Drecker nicht eingeladen hat, jetzt ist wieder die Brille los, lauter so Zeigefahrtreise. Nachdem ich die nicht eingeladen habe, kann ich jetzt auch wieder mein Gammeljäckchen anziehen. Trocken ist, also die Sonne scheint. Sonne kommt raus, herrlich. Regenjacke aus. Schaut mal den herrlichen Blick. Bei den Obstbäumen, die blühen, Apfelbäume, tippe mal. So, da geht es wieder an schöne Obstbäumeln vorbei, in voller Blüte. Aber der Wind bläst noch. Strahlend blauer Himmel. Prima. Ach ja, ja, da schaut nach. Blüteweise Obstbämling. Ja, so da Ende Metz sein Reiz, die Landschaft. Also das wissen ja alle, die draußen sind und Treppeln. Das ist ein ganz anderes Fahren, wenn es unten rauslauert. Siebzig Grad haben wir mittlerweile. Also da kannst du nichts sagen. Da macht es ganz anders Spaß, wenn die Sonne rauslauert. Dann sieht man einmal den herrlichen Weitblick. Hervorragend. Wenn jetzt noch der Wind aufhört, dann ist es schier nicht mehr zum Aushalten. Ja, wir cruisen da wieder herrlich durch die Rheinaue. Da machen sie nicht viel, außer Streuobstwiese, der Rest. Los ist so wie es ist, ist ja richtig so. Ja, das ist unser Weg und da vorne ist der Rhein wieder. Und wir fahren jetzt direkt wieder am Wasser. Herrlicher Radweg am Rhein. Wollen wir mal die Meute ein bisschen aufmischen. Chaga. Was ist los, Chef? Ja. Achtung, jetzt komme ich. Chef, wie sieht's aus? Sag mal. Aber ich dem fahre nicht durch den Babbel. Die sind echt mutig. Wer bremst, verliert. Ja, man sieht,
So Wasser ist zwar schon zurückgegangen, haben wir gesagt, gekriegt, aber schon ziemlich nah am Weg. Da hinten ist hell, da fahren wir nach, also passt alles. Wir fliegen wieder durchs Umland. Ja, wir brechen da auf jeden Fall direkt am Rhein durch die Pampa. Ja, großes Stück gibt es natürlich nicht. Deswegen fahren wir jetzt zurück auf den Asphalt. Und dann sind wir auch ruckzuck dann in Bingen, wo wir Peisel machen. Steiger Wind wieder, scheiße. Aber so ist es, da hinten sieht, vorne zieht es zu. Und wir haben noch 8 Kilometer bis Bingen. Und da machen wir Peisel. Es ist 13.22 Uhr, 12,5 Grad, ein heftiger Wind und wir rollen Bingen rein. So, inzwischen haben wir uns der Regen eingeholt. Aber wir haben beschlossen, wir fahren jetzt zum Bauer Schorsch und machen da rasch. Noch 4 Minuten. Das packen wir. Nassbare Anfahrt auf der Bauer Schorsch. Oder kommt blauer Himmel. Wir sitzen jetzt beim Bauer Schorsch schon mal eine Pause. Da hinten, da macht es runter. Das Dunkle ist der Regen. Und wir müssen in die Richtung. Da sieht es gut aus. Und die Frau wärmt sich auf. Mit einem Stück Käsekuchen. Und einem, was ist das? Milchkaffee. Und das sieht gut aus. Okay, das Kuchen ist fast gegessen. Und das ist meine Currywurst. Wir waren bei Bauer Schorsch eingekehrt und jetzt geht es weiter Richtung Bad Kreuznach. Kommt noch eine fette Steigung. Am liebsten die wäre schon rum. Aber als weiter. Sun guckt wieder raus. Alles bestens. So, rechts herrliche Weinberge.
Maul da nach. Bis auf den Wind. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Rüdesheimer Rotland, Rottland. Da drüben wächst da. Das ist der Wein. Da drüben seht ihr Rüdesheim. Wunderschöner Himmel. Und da links zum Denkmal, da fahren die Gondeln auf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt mit der GoPro sieht. Und da vorne machen wir gleich ein fettes Bild mit dem Bingenschild. Und dann geht es für uns links ab. Die Nahe entlang auf dem Nahe-Radweg. Ah ja, der Gegenwind, der Gegenwind. Der macht mir zu schaffen. Aber ihr seht da vorne, alles wird gut. Ja, alles zugebaut, wird immer mehr, immer mehr. Naja, wenn man es will. Wir nähern uns der Nahemündung. So, da sind wir. Bingen am Rhein. Herrlich. Und hier, die Nahe. Und die fließt da in den Rhein. Was ein herrliches Bild. Wir befinden uns ab sofort auf dem Nahe Radweg. Der Nahe Talradweg. Das weiß ich nicht, aber rechte Hand fließt die Nahe. Und, oh welch ein Glück, ich spüre Rückenwind. So sieht es jetzt rechte Hand von uns aus. Schöne, herrliche alte Steinbrücke. Ja, und bei uns geht es jetzt relativ windstill weiter. Nachdem wir jetzt Bingen hinter uns gelassen, steigen wir wunderbar in den Nahe Radweg ein. Sonne scheint, nur ein leichter Wind und noch 70 Kilometer bis Bad Kreuznach. Einfach und schlicht und ergreifend. Das ist der Nahe Radweg. Nur fürs Protokoll. Wieder herrliches Bild, wenn man davor guckt. Der Wahnsinn. Oh, ein herrlicher Blick. In einem Damm da vorne fließt die Nahe. Ja, und der Blick hat auch was. Lämmerdamm lacht, ist eingepackt. Schönes Wolkenbild. Prima.
Ja, das scheint wohl das alte Mühlrad zu sein. Und auch dazu ist das wohl die alte Mühle. Ja, und von da hinten naht wenig Gutes, wenn ich da so aufgucke. Altbekanntes Hindernis kommt. Und zwar da steht's: Achtung, Düker. Da gehen wir drüber. Wir Hübsche. Jetzt wird's doppelt gefilmt. Wenn es mir nämlich latzt, hätte was zu lachen. Nee, bis jetzt ist ganz gut gegangen. Die Madame vorne filmt, im Fall, wenn man es nahelegt, dass da was zu lachen hat. Und ich drehe es auch mit. Ist aber alles gut gegangen. Alles prima. Hat geklappt. So, ein neues Schild. Achtung, Düker. So, jetzt kommt's. Perfekt. Also, Sprickler ist gemeistert. Wir wissen immer nicht, was die Düker sind. Aber das mal kriege ich raus. Vollgas. Und vor uns geht es weiter Richtung Bad Kreuznach. Ja, das ist jetzt nochmal ein Blick auf die Nahe. Und da vorne haben wir einen Blick auf das, was uns naht. Also, ich denke, richtige Front. Mir wäre vielleicht noch einmal die Regenjacke brauchen. Was ein herrliches Wolkenbild. Guckt euch das an. War nur ein kurzer Schauer und schon geht's für uns weiter. Nasses Holz, aufpassen! Jetzt ist wieder mein Geisterschluss da. Ein Wahnsinn! Dieses Gebilde, das war ich nicht schlau drauf. Wieder dasselbe Gegenwind wie beim letzten Mal. Alles nicht normal. Aber wir hängen mich lang und die Sonne kommt da gleich wieder raus. Jetzt geht's abwärts nach Bad Kreuznach. Seht ihr, immer noch auf dem nahen Radweg. Aber
jetzt mit Sonnenschein. Wir schießen mit Sonnenschein ins Tal hinein. Ja, da war jetzt nicht schlecht. Applaus, Applaus. So, schau doch mal her. Ich lasse mir jetzt rollen und genieße die Abfahrt ohne Bewegung. Ja, die Nase ist auch gut voll wieder rein, wenn man die linke Hand sieht. Aber das fiel mir jetzt nicht, schon schläge ich auf der Nase. Ich genieße es. Aber der Gegenwind halt, der Gegenwind. Ihr seht, nicht mehr lang, dann sind wir in unserem Hotel. Wir rollen Kurstadt, Bad Kreuznach. Nein, das Mal lasse ich mich nicht verarschen. Das Mal fahre ich den Weg, egal was zu schreiben. Die Dummheit mache ich nicht noch einmal. Oh, die Nase gibt's das. Wir sitzen beim Kirner, wie er heißt. Na egal. Kirnerbier haben sie auf jeden Fall. Meine Frau trinkt Aperol. Das kriege ich raus, direkt neben dem Holzwurm. So. Krone, Restaurant und Bar. Wer spiegelverkehrt lesen kann, ist da im Vorteil. So machen wir jetzt unser letztes Rast, bevor dass wir ins Hotel fahren. Schmeckt's? Gut. Ich probiere mein Kellerbier auch gleich. Nach der Pause wieder geht's weiter. Richtung Hotel. Und dann und eine warme Dusche. Und heute oben gibt's Pizza. So, ihr seht's. Ein wunderschönes Heißel. Nahebrücke. Und eine Kaffeehöhle, wo ich mir vorstellen kann, dass man es da aushalten kann bei ja, entsprechender Temperatur. Jetzt noch einmal. Auf jeden Fall gibt es heute oben eine Pizza, weil unser Zimmer über einer Pizzeria ist. Was meinst du, wie das Pizza gut riecht? Bestimmt, wenn man da ständig Hunger. Und deswegen freue ich mich auf die Pizza und eine warme Dusche. Ja. Weil wir haben jetzt 9 Grad, zwischendurch 7.
und zwei, drei Regenschauer schon. Wird jetzt einfach Zeit. Aber nicht mehr lang. Aha, ich weiß zwar nicht, was das ist da oben, aber schaut gut aus. Da ist die Mutter. So, da vorne sehe ich unser Zimmer oder unser Pizzeria. Wir rollen auf unser Herberge zu. Naja, sieht ein bisschen zu aus, ob es da was gibt heute. Aber vielleicht auch sitze dann. Jetzt, ah nee. Jetzt gucken wir mal. Und beziehe die Stub. Und dann sehen wir alles weitere. Wir sind uns nicht eingelocht, also wir sind nicht in der Gitter. Das ist lediglich der Eingang vom Hinterhof, da sind wir aufgekommen. Also unsere Räder sind sicher im Hinterhof verstaut. Dann geht's da. In unsere Behausung. Also kleiner Flur. Ja, kleines Zimmerchen. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht. Ach, da hockt er. Ein kleines Zimmerchen mit Kaffeemaschine und so weiter. Kühlschränkchen, wenn man das braucht. Tja, kleiner Flur. Rechtsausgang. Links irgendwelche Schuppdinger. Dann kommt ein großzügiges Bad. Alles so hervorragend. Und dann sind wir wieder im Flur. So, wir stehen also immer noch im Flur. Durch Zimmerchen und dann geht's durch die Treppe auf wie? Wie gesagt, ohne eine Pizzeria drin. Ah, guck an, dabei war ich noch gar nicht. Bin das erste Mal. Ah, wie gut in Frankreich. Das ist Schlafgemach. Ausblick nach links und Ausblick nach rechts. Dann haben wir es gerade vom Ausblick gehabt. Also das ist unser Ausblick. Vom Schlafzimmer. Also richtig gut. Oranienberg ist das Ding, glaube ich. So, dann gehen wir mal da her. Und das ist der Ausblick auf die andere Seite. Minigolfbahn. Hätte uns schlechter treffen können. Nee, ist gut. Freue mich schon auf die Pizza. So, das war's. Wieder nur ganz kurz, aber das reicht, ja. Feeling.